Hallo und gesenkt zu A29, respektive der Bankgigant. Sage ich natürlich jetzt in der Hoffnung, dass der Bankgigant wirklich gleich wird wie A29. Was ich sehr, sehr hoffe. Was ich aber auch nicht versprechen kann. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ja, das Savegame heute ist nicht das gleiche wie letztes Mal, auch wenn es dieselbe Map ist wie letztes Mal. Haben nämlich nochmal neu gestartet, um mich ein bisschen mehr um Immobilien zu kümmern. Mehr oder weniger erfolgreich. Sieht man hier auch, alles was grün hervorgehoben ist, das gehört mir. Und mit dem verdiene ich einen guten Teil von meinem Geld. Es war ja die Frage da, kann man bei A29 gleich einfach Geld verdienen mit Immobilien wie bei A28. Bei A28 war das ja so, man hat irgendwas gebaut in ein halbwegs gutes Gebiet, hat dann ein Jahr gewartet, das mit riesen Profit verkauft und dann das gleiche Gebäude über dieselbe Stelle einfach wieder drüber gepflanzt und das Ganze dann mehr oder weniger jedes Jahr wiederholt und ist so extrem reich geworden. Ja, die gute Nachricht vorab, das geht nicht mehr so einfach. Hat mehrere Gründe. Zum einen, bis ein Haus wirklich mit oder ein Gebäude mit Profit verkauft werden kann, das dauert eine Zeit lang. Können wir uns gerne mal anschauen. Hier an einem meiner, ja, sag ich mal, Stammimmobilien, die ich schon länger besitze. Die sollten da, glaube ich, dazugehören. Oder sonst gehen wir irgendwo in die Innenstadt und nehmen uns eins der Bürogebäude, zum Beispiel das hier, sag ich mal. Und ja, vielen Dank auch übrigens an Know That You Don't Know. Der hat mir nämlich gesagt, wo ich die Option finde, dass ich das Komma richtig setzen kann. Ich habe die zwar meiner Meinung nach ausführlichst gesucht, aber offensichtlich, ja, ständig übersehen. Von dem her, Dankeschön, jetzt passt das und jetzt kann ich die Zahlen vernünftig vorlesen zumindest. So, was sehen wir da? Also, im Prinzip sehen wir, was das Gebäude seit Jahresbeginn müsste das, glaube ich, sein, ich hoffe, ich kriege keinen Blödsinn, gekostet hat, was es gebracht hat. Also oberste Zahl ist Einnahmen und mittlere Zahl ist Ausgaben und unterm Strich sozusagen, was übrig geblieben ist, also in dem Fall 2 Milliarden. Dann, da sehen wir auch den ursprünglichen Kaufpreis, 4 Milliarden. 100% heißt, das Gebäude hat sich mittlerweile zu 100% selbst finanziert. Und die zwei unteren Zahlen, das sind die interessanten, das sind nämlich die Abrisskosten und der Verkaufspreis. Und in dem Fall sehen wir, der Verkaufspreis ist in etwa, ja, etwas mehr wie 50% über den Kaufpreis. Das heißt, hier wird man gut was dran verdienen, wenn man das Ding verkauft, aber auch nicht, wie es mal war, das Dreifache, Vierfache, Fünffache, sondern eben nur 50%. Und das ist wirklich ein Gebäude, das steht schon sehr, sehr, sehr lange hier und darum bringt so viel. Wenn wir uns jetzt irgendwas Neues anschauen, was ich erst letztlich gebaut habe, von mir ist hier das Industriegebiet, können wir schauen. Ja, okay, das wird sich auch schon lohnen. Ich hoffe, ich finde ein Beispiel, wo das nicht so ist. Ja, genau, hier zum Beispiel. Das hat 2,6 Millionen gekostet und wird jetzt 2,78 Millionen bringen beim Verkauf, also relativ wenig, sage ich mal. Teilweise ist es noch schlimmer, vor allem wenn man jetzt Gebäude neu baut in ein teures Gebiet, weil ich sage mal, die hier habe ich natürlich alle zum Beispiel gebaut, wo hier noch gar nichts gestanden ist und bin so extrem günstig an den Grund gekommen. Können wir mal schauen. Das Teil hier hat mich gekostet 5 Milliarden zum Bauen. Gehen wir mal das rauskramen. Wo ist es denn? Da. Und wenn ich es jetzt nochmal hier irgendwo bauen wollte, ja, schauen wir mal, ob wir überhaupt ein freies Plätzchen finden. Da. Könnt ihr schauen, da links herum sieht man immer die Zahlen. Da wird der Grund jetzt allein schon 7 Milliarden kosten. Das heißt, zum Bauen wird mich das Ding jetzt 12 Milliarden kosten. Und da sind wir jetzt schon bei einem sehr interessanten Aspekt bei A-Train. Die Kosten vom Grund, die sind extrem hoch. Und das finde ich sehr gut. Das heißt, wenn man sehr früh was baut oder irgendwo in einem Gebiet, wo ja nichts los ist, zum Beispiel hier, seht ihr, kostet das der Grund lächerlich wenig. 14 Millionen gerade mal, also nichts. Und kaum baut man eben, kommt man, umso näher man kommt an die Stadt, seht ihr, wie das sprunghaft steigt. Da sind wir jetzt schon auf Grundkosten 1,5 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen. Das sind schon fast 5 Millionen. Also
extrem. Wenn man dann noch irgendwas überbauen will, dann explodieren die Preise. Wenn ich zum Beispiel sage, hier will ich drüber bauen, da kostet der Grund dann schon 8 Millionen, also extrem hoch. Und damit erklärt sich eigentlich zum Teil schon fast ein anderes Problem, nämlich wenn ich was verkaufe und dann überbauen will, das ist unfinanzierbar, weil, können wir hier mal schauen, die Abrisskosten von diesem Haus sind 4,5 Milliarden. Das heißt, knapp unterhalb vom Kaufpreis. Also es lohnt sich überhaupt nicht mehr, Häuser abzureißen, um dasselbe drüber zu bauen. Häuser abreißen tut man im Prinzip nur mal, wenn man den Platz braucht, um irgendetwas Größeres drüber zu bauen. Sonst ist das total das Verlustgeschäft. Also ich kann es gerne mal demonstrieren. Ist ja, habe ja zum Glück gespeichert. Ja, was nehmen wir denn? Machen wir es von mir aus anhand von dem, was ich hier schon so lang habe. Jetzt sagen wir mal, ich verkaufe das und ich hoffe, ich verwechsel jetzt Verkauf und Abreißen nicht. Ich verwechsel die zwei Knöpfe nämlich ganz gern und verkaufe es jetzt um 6,6 Milliarden. Ja, genau, ich habe die zwei Knöpfe verwechselt. Dann nehmen wir das nächste. Das 6,5 Milliarden ist auch okay. Jetzt habe ich es um 6,5 Milliarden verkauft. Und jetzt wäre ja der Trick gewesen, dass man da einfach drüber baut mit demselben Gebäude noch einmal. So, jetzt muss ich die Bürogebäude suchen. Da. Da sind sie und das war so eins. Jetzt schauen wir mal, was das kosten wird. 11,5 Milliarden. Das heißt, Baukosten 3 Milliarden, 3,6 Milliarden, Grundstückskosten 8 Milliarden. Da ist mit reingerechnet, dass man das da abreißt. Das heißt, drüber bauen würde es das Doppelte von dem kosten, ja, was ich Erlös gehabt habe durch den Verkauf. Und beim Verkauf ist nicht mit eingerechnet, dass ich das Gebäude ja selber irgendwann mal gebaut habe. Heißt, das funktioniert überhaupt nicht mehr so. Das ist absolutes Minusgeschäft, das so zu machen. Im Prinzip, ja, wie man Geld macht, ist in möglichst unbebautes Gebiet, möglichst frühzeitig, ja, Häuser zu bauen, Büros zu bauen, Industrieanlagen zu bauen, was auch immer, die dann Minus machen. Aber dann sorgt man dafür, dass dort Stadtentwicklung stattfindet, dann steigen die Grundstückspreise, steigen die Einnahmen, da macht man gutes Geld. Das heißt, sowas wie hier zusammenzukaufen später ist schwer finanzierbar. Da ist frühzeitige Planung gefragt. Da kann man, ja, sag ich mal, wenn man das geschickt angeht, hinten raus sehr viel Geld machen. Natürlich kann man Gebäude auch kaufen, keine Frage, von der Konkurrenz. Ist halt die Frage, wann, wie lange braucht das, bis sich das lohnt. Hier zum Beispiel wird kosten 30 Milliarden, fast 28,5. Und das Gebäude hat jetzt, das ist September, fast 4 Milliarden gemacht. Das heißt, sagen wir, bis Jahresende sind es 5, dann braucht man 5 bis 6 Jahre, bis sich dieser Kauf lohnt. Ja, und selbes gilt übrigens interessanterweise auch für Bahnanlagen und so weiter. Also Bahnanlagen nachträglich zu bauen, katastrophal teuer. Zum Beispiel hier diese doch recht aufwendige Anlage mit Hochbahnhöfen und so weiter, die habe ich alle, sich alles gebaut, wo hier noch nichts gestanden ist. Sonst wäre das nicht finanzierbar. Kann euch das gerne mal zeigen. Ein Stück Gleis irgendwo im Nirgendwo verlegen. Sagen wir mal, ordentliche Länge. Kostet, seht ihr da oben, ja, 100 Millionen. Und plus 12 Millionen Grundstückskosten. Also günstig, sage ich mal. Jetzt baue ich ein Stück Gleis irgendwo da im Stadtgebiet. Und sagen wir mal, muss gar nicht mal so lang sein. Vielleicht halb so lang wie das von vorher. Ja, seht ihr, halb so lang kommt hin, weil 50 Millionen Baukosten und über 3 Milliarden Grundstückskosten. Also nachträglich irgendwo Gleisanlagen zu bauen, extrem teuer. Selbes gilt leider übrigens auch für Straßen. Ähnliches Problem, Grundstückskosten horrend. Heißt, Gleisanlagen, Straßen, also alles, was ihr hier seht, möglichst bauen, wenn alles noch leer ist. Gut, dann muss ich kurz überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, was auch vielleicht ganz interessant ist, die Preise schwanken auch sehr stark, abhängig von der Wirtschaftslage. Sieht man da an dem Indikator, den kann man sich einblenden lassen und eins zu eins eigentlich daran ablesen, umso weiter das im Minus ist, umso günstiger.
zu kaufen und umso günstiger übrigens auch die Kreditzinsen. Also die pendeln auch mit, wo haben wir denn die Kredite da? Jetzt sind sie momentan auf 3,4%, relativ hoch, sage ich mal. Was heißt relativ hoch? Werden noch weiter raufsteigen, wie man sieht. Eben abhängig auch von der Wirtschaftslage. Ganz interessant zu schauen, wann man hier Kredit aufnimmt. Wobei, ja, Kredit für ein Jahr, sage ich mal, ob ich da jetzt 3 Milliarden oder 4 Milliarden Zinsen zahle, ist relativ egal. Wenn man sich mal anschaut, was ich momentan so umsetze, sage ich mal, und das sind schon, ja, eben über 100 Milliarden im Jahr, von dem her nicht so heikel. Gut, ja, ich denke, das hat hoffentlich ein paar Fragen zu Immobilien beantwortet. Ja, für Fabriken übrigens gilt dasselbe, also auch die können sich irgendwann finanzieren, die ist zum Beispiel auf 100%, die hat sich mittlerweile schon gerechnet. Die großen hier, die sind glaube ich noch relativ weit davon entfernt, nicht mal 40%. Aber auch ein schöner Indikator, um einfach zu sehen, okay, wie lang sollten Gebäude stehen, bevor ich es verkaufe oder abreiße, damit sich zumindest die Baukosten, damit ich zumindest die Baukosten wieder herinnen habe. Ja. Okay, und sollen wir noch was anhängen? Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 11, 12 Minuten. Ja, vielleicht noch zu den Fahrplänen könnte ich was sagen, weil auch nicht jedem klar ist, wo der Sinn daran liegt, dass man pro Bahnsteig unterschiedliche Abfahrtszeiten machen kann. Ja, man kann damit sehr individuell, sage ich mal, Fahrpläne zusammenstellen und dann die Züge steuern. Ich glaube, ich zeige es euch am besten am Beispiel hier vom, wer meldet sich denn freiwillig, der Zug. Der Zug Nummer 5. Nehmen wir den. Der da in der Früh ganz gemütlich abfahrt. Ich glaube um 7:30 Uhr, wenn es mich täuscht, 7:30 Uhr, jawohl. Fährt er ab und was man nebst zeitgesteuerten, nebst individuellen Fahrplänen pro Gleis auch braucht, sind zeitgesteuerte Weichen. Nur diese Kombination zusammen bringt im Prinzip was und das werden wir jetzt anhand vom Zug Nummer 5 mal ein bisschen anschauen. Der hat nämlich hier eine zeitgesteuerte Weiche, wo man sieht, von 18 bis 24 Uhr ist die auf Abbiegen. Also momentan ist sie auf geradeaus und dann von 18 auf 24 Uhr wird sie auf Abbiegen geschaltet. Und hier Gleis Nummer 2, wo er jetzt einfährt, da hat er einfach 10 Minuten Aufenthalt und fertig und fährt geradeaus durch. Und jetzt wird er im Prinzip zwischen dem Bahnhof da drüben und dem Bahnhof da die ganze Zeit hin und her pendeln. Können wir uns ja mal anschauen. Da kommt er wieder zurück. Fährt wieder daher. Fährt wieder raus. Und jetzt aber will ich zum Beispiel, dass er nicht noch einmal die ganze Runde fährt, sondern an diesem Bahnhof umdreht. Und das erreiche ich ganz einfach, indem ich eben hier zum Beispiel sage, jetzt sieht man, nee, ist sie geschalten, bitte verwende ein anderes Gleis. Und am Gleis 1 habe ich eingestellt, dass er nicht geradeaus durchfahren soll, sondern dass er umkehren soll. Was er jetzt auch machen wird, also normalerweise fährt er geradeaus durch, jetzt in dem Fall kehrt er um, ist so quasi der letzte Nachtzug aus der Innenstadt raus. Und dann am nächsten Tag beginnt das ganze Spiel von vorne. Ist im Prinzip jetzt die simpelste Methode, das anzuwenden. Es geht noch weitaus komplexer. Habe ich auch schon gemacht. In diesen Safe, glaube ich, aber nicht. Na, da habe ich den Zug schon wieder weggenommen. Das war ein bisschen zu aufwendig dann. Der ist ab und zu irgendwo hängen geblieben. Aber mit dieser Steuerung kann man zum Beispiel auch Güterzüge relativ attraktiv steuern, indem man zum Beispiel sagt, ja, Vormittagstour, die machst du auf Gleis Nummer 1 und fährst zu dem Bahnhof darüber und Nachmittagstour, anderes Gleis und Bahnhof darüber, dass man die Waren ein bisschen besser verteilen kann. Ja, passt. Ich glaube, dann haben wir es wieder mal benannt. 15 Minuten, ja, das geht gut, würde ich sagen. Da habe ich nämlich vergessen, da nicht drüber speichern. Ich habe da ja vorher ein Haus abgerissen und eins verkauft.
Ja, und so eine Stadt übrigens, die hat jetzt fast 100.000 Einwohner. Habe ich jetzt 10 Spieljahre gebraucht, wobei da habe ich mir extrem viel Zeit gelassen, weil ich teilweise ein paar Sachen ausprobiert habe. Also, das bekommt man gern auch flotter hin. Kein Problem. Ja, passt. Dann würde ich sagen, war es das wieder mal. Nächstes Mal dann noch Map Editor. Zeige ich euch mal, was ich da schon alles zusammengebastelt habe und was ich unter einem Diorama verstehe. Passt fein. Dann alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk und baba.